Der Euro und die Migration sind aktuell die größten Probleme in der Europäischen Union. Es gibt bei diesen Themen aber nicht nur Verlierer wie Merkel und Seehofer oder unsere Bürger. Zumindest politisch gibt es auch Gewinner. Der größte Gewinner ist vermutlich Italiens Innenminister Salvini, der gleichzeitig Vorsitzender der rechtsgerichteten Liga Nord ist. Seine Partei hatte im Frühjahr 17,4% der Stimmen in der Wahl zum italienischen Parlament erhalten. Inzwischen liegt die Liga wohl schon bei rund 30%. Italien ist durch seine geografische Nähe zu Libyen besonders von der Migration betroffen. Die meisten aus Afrika kommenden Migranten haben von dort aus in den letzten Jahren Europa erreicht. Die Schmuggler setzen die Migranten in küstennahen Gewässern auf dem Meer ab, von wo sie von den linken Multikulti-Idealisten abgeholt und nach Europa gebracht werden. Von Italien machen sich die meisten dann nach Deutschland auf. Viele sind aber auch in Italien hängen geblieben. Einige betätigen sich als Erntehelfer, aber viele gehen auch dem Drogenhandel nach. Sie haben die meist öffentlichen Parks in Italien besetzt und es gibt regelmäßig Ärger mit der einheimischen Bevölkerung. Wenn Deutschland jetzt die Grenzen schließt und diese Migranten nicht mehr aufnimmt, wird Österreich wohl auch seine Grenzen zumachen. Frankreich hat schon vor Jahren die Schengen-Vereinbarung mit Italien ausgesetzt und lässt keine Migranten mehr herein. In dieser Situation droht in Italien ein Migrantenstau, den das Land nicht verkraften kann und will. Die meisten Italiener unterstützen deshalb Salvini, der jetzt den sogenannten Hilfsorganisationen das Anlaufen italienischer Häfen untersagt hat. Salvini hat medienwirksam erklärt, NGO-Rettungsschiffe werden Italien nur noch auf der Postkarte zu sehen bekommen. Salvinis Koalitionspartner in der italienischen Regierung, die Fünf-Sterne-Partei, lässt ihn erst einmal gewähren. Zwar stehen die Fünf Sterne überwiegend politisch links, aber man weiß dort, dass man mit einer Politik der offenen Grenzen derzeit nicht mehr punkten kann. Salvini hat wohl freie Hand. Die Liga ist jetzt die wichtigste politische Kraft in Italien. Italien hat aber noch viel größere Probleme. Das Land kommt wirtschaftlich nicht auf die Beine und die Staatsverschuldung liegt über 130% des BIP. Wenn man die Tage-2-Schulden dazu rechnet, liegt man bei über 160%. Diese Schuldenberge sind nicht zu verkraften. Das Eurosystem hat aus Italien den kranken Mann Europas gemacht. Salvini und die Liga Nord würden den Euro gerne verlassen. Aber wie? Wenn Italien geht, müsste das Land den Staatsbankrott erklären. Eine Insolvenzwelle würde durch Europa rollen und gewaltige Schäden verursachen. Für Italien wäre dieser Austritt extrem schwierig. Das Land ist im Euro gefangen. Für Italien wäre es einfacher, wenn Deutschland und andere starke Nordeuropäer austreten würden. Dann würde sich der Druck der deutschen Exportindustrie auf Italien verringern und man könnte seine Schulden langsam durch eine Weichwährungspolitik loswerden. Das Problem dabei wäre, dass Deutschland bei einem Austritt aus dem Euro einen großen Teil seiner Forderungen an Südeuropa vergessen könnte. Hunderte von Milliarden Euro müssten von uns abgeschrieben werden. Die deutschen Politiker sind nicht bereit, das unseren Wählern zu vermitteln. Trotzdem, sowohl Deutschland als auch Italien leiden unter dem Euro. Salvini wäre der richtige Ansprechpartner, um eine gemeinsame Lösung zu finden. Man könnte und müsste sich auf einen großen Forderungsverzicht einigen, aber das wäre besser, als immer mehr Schulden abzubauen oder gar europäische Transfersysteme nach Italien. Nutzen wir die Chance, die uns diese italienische Regierung bietet.